Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Und wieder bricht das FBI ein eisernes Gesetz und greift erneut in den US-Wahlkampf ein. Diesmal könnte man sagen mit einer Entwarnung, denn auch in den jüngst gefundenen E-Mails konnte man jetzt Hillary Clinton keinen Gesetzesverstoß nachweisen. Ja, und damit scheint die E-Mail-Affäre ad acta gelegt zu sein. Und Experten sagen, wenn Hillary Clinton heute jetzt nichts mehr falsch macht, dann sollte sie eigentlich das Rennen ums Weiße Haus gemacht haben. Aufatmen im Clinton-Lager und auch aufatmen an den Börsen. Die asiatischen Börsen haben es schon vorgemacht. Ein kräftiges Plus von 1,6% in Japan und ähnlich positiv startet auch der DAX. Schlechte Nachrichten dagegen gibt es von der deutschen Industrie. Hier gab es im September deutlich weniger Aufträge als erwartet. Sie sind zurückgegangen um 0,6%. Erwartet hatten wir doch einen kleinen Anstieg um 0,3%. Schauen wir jetzt auf die Themen des Tages. Schauen zunächst bei Morphosis vorbei. Hier das Biotech-Unternehmen. Hier hat man sehr viel Geld in die Erforschung neuer Medikamente gesteckt. Und das führt dazu, dass der Verlust sich stärker ausgeweitet hat. Wir haben jetzt hier im dritten Quartal einen Verlust von 13,1 Millionen. Im Vorjahr waren es 11,3 Millionen gewesen. Der Umsatz indes steigt leicht von eben 11,3 Millionen auf 12,5 Millionen. Und ja, vielleicht eine kleine Beruhigungspille für das Gesamtjahr hat der Vorstand die Prognose bestätigt. Und die sieht aus wie folgt: Umsatz zwischen 47 und 52 Millionen und der Verlust zwischen 58 und 68 Millionen. Wir schauen in die erste Börsenreihe bei Volkswagen. Hier drängt der Markenchef dies aufs Tempo beim Umbau des Kernkonzerns, muss man sagen. Zitat: Wir dürfen absolut keine Zeit mehr verlieren. Bis spätestens 2020 müssen wir hier es geschafft haben, unseren Umbau auf den Weg zu bringen. Mit unserem Zukunftspakt müssen die Wettbewerbsfähigkeit wieder erreichen, müssen den Cash, den wir benötigen, auch wieder selber verdienen. Die größten Baustellen sind Elektromobilität auf der einen Seite und eben der Abgaskanal auf der anderen Seite. Und hier gibt es auch eine neue Meldung, denn die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt jetzt auch gegen Aufsichtsratschef Pötsch wegen des Verdachts auf Marktmanipulation. Und die Umweltbehörde CARB in Kalifornien hat auch bei Audi angeblich Betrugssoftware entdeckt. Und eine kurze Nachricht noch von Xing, eine sehr positive. Die Online-Karrierebörse hat nämlich ihren Gewinnzuwachs beschleunigt. Der Gewinn im abgelaufenen Quartal, im dritten Quartal, steigert sich um fast 40%. Und das liegt an den Mitgliederzahlen. Jetzt hat man im Oktober zum ersten Mal die 11 Millionen überschritten und liegt damit zumindest im deutschsprachigen Raum vor dem großen Konkurrenten. Und das ist der Weltmarktführer LinkedIn. Noch ein paar Zahlen habe ich für Sie. Der DAX startet heute sehr freundlich mit 10.410 Punkten, ein Plus von 1,5%. Dow Jones am Freitag mit roten Vorzeichen, der Euro und Gold ebenfalls mit roten Vorzeichen. Ja, und unser Programmtipp hier bei Börse Stuttgart TV, unser Thema der Woche mit den Experten von der BNP Paribas. Natürlich das Thema Weiße Haus. Fotofinish ums Weiße Haus. Das Rennen geht in die entscheidende Phase.